Hundebegegnungen, bei denen es so richtig kracht, wo die Fetzen fliegen und wo die Hunde aufeinander losgehen, das ist wohl das Schlimmste, was einem Hundebesitzer passieren kann. Und wenn du das auch schon mal erlebt hast, dass dein Hund auf einen bestimmten Artgenossen so richtig aggressiv losgeht, obwohl der an 25 anderen ganz freundlich vorbeiläuft, dann erfährst du die Antworten auf deine Fragen hier im Video. Zuerst untersuchen wir mal Methoden, die am Markt sind und die auch von Hundeexperten immer wieder empfohlen werden und bei denen ich aber sage, die werden nicht funktionieren und die werden dir auch nicht helfen. Welche Methoden sind das? Du erfährst es gleich. Danach bekommst du von mir eine ganz klare Struktur in nur 3 Schritten, wie du Hundebegegnungen ganz entspannt aufbauen kannst. Und als letztes bekommst du natürlich noch meinen Super-Tipp für den Fall, dass dein Hund extrem intensiv ist und vielleicht schon aggressiv und du wirklich ganz verzweifelt bist und dann auch eventuell bei Hundebegegnungen so ein bisschen die Nerven verlierst. Damit das nicht mehr passiert, kriegst du jetzt hier die Hilfe von mir. Beginnen wir mal mit den Tipps der Experten. Der erste Tipp ist in der Regel, die Leine locker zu halten. Ja, das ist ein ganz toller Tipp, der wird auch funktionieren beim Chihuahua oder beim Shih Tzu. Bei einem 50 Kilo Rottweiler und bei einer Hundebesitzerin, die vielleicht nur 60 Kilo wiegt, habe ich da so meine Bedenken. Der nächste Tipp ist in der Regel, du sollst seinem Willen nicht nachgeben. Also, wenn dein Hund dann so nach links oder rechts zieht, dass du hinterher rennst. Nein, auch das funktioniert meiner Meinung nach bei kleinen Hunden wunderbar, aber bei großen Hunden schon weniger. Und bei Hunden, die schon ganz heftig drin sind und die schon das Zepter in der Hand haben, wirst du damit auch nicht weiterkommen. Dann haben wir noch dieses Anstupsen und den Hund aus der Fixierung herauszuholen. Ja, würde ich sagen, das funktioniert auch, ich mache das auch, aber hier ist ein ganz großer Haken. Wenn du das nämlich zum falschen Zeitpunkt machst, nämlich wenn der Hund schon explodiert ist, wird dir dein ganzes Anstupsen nichts mehr nützen, weil dein Hund in dem Moment schon so tief im Instinktverhalten drin ist, dass den dein Stupser überhaupt nicht mehr interessiert, weil er den gar nicht mehr wahrnimmt. Eine andere Möglichkeit ist dieses, die Hunde auf abgewandter Seite laufen zu lassen. Ne? Die Menschen sind innen, die Hunde sind außen. Geht auch, ja, bei einer breiten Straße oder wenn du wirklich genug Platz hast, sicher, ist ein Weg. Aber wenn du auf einer Brücke läufst oder auf einem schmalen Weg in einer engen Gasse, dann wird das nicht funktionieren. Also auch diese Methode hat ihre Tücken. Und als letztes, es gibt ja noch viel mehr Methoden, gehe ich mal darauf ein, dieses Ablenken mit Futter oder Spielzeug. Da ist der Knackpunkt, dass der Hund sagen könnte, weißt du was, jetzt nicht. Jetzt muss ich erstmal mein Ding machen und deine doofen Leckerlis, die schmecken mir sowieso nicht. Oder das Spielzeug, dass der dann sagt, das hole ich mir dann später. Also auch diese Methode nicht zuverlässig und auf lange Sicht nicht zu empfehlen. Warum versagen all diese Methoden? Nun, weil sie nur unter bestimmten Bedingungen funktionieren, nur bei bestimmten Hunden und weil sie nur im Moment funktionieren. Und das ist eigentlich das Wichtigste und Schlimmste, denn das ist nicht, was du willst, oder? Du willst doch Hundebegegnungen für die nächsten 10, 12, 15 Jahre ganz entspannt haben. Und das größte Manko dieser Methoden, es wird am falschen Ende der Leine gearbeitet. Am Hund müssen wir nicht arbeiten. Du bist doch der Schlüssel zu seinem Verhalten. Wir Menschen dürfen was lernen und wir Menschen dürfen unsere Signale ändern. Und wenn du das tust, dann hast du nach 3 oder 4 Tagen die ersten Änderungen in deinem Hund. Das garantiere ich dir, weil das ist ja das, was ich in meinen Coachings den Hundebesitzern erkläre. Die Änderungen am Menschen. Aber das führt jetzt zu weit. Wir gehen jetzt hier mal in die Struktur rein, was du tun kannst bei dir selber, damit du deinem Hund die richtigen Signale schickst und
der dann anders, nämlich entspannt, bei Hundebegegnungen reagieren kann. Bevor du beginnst, empfehle ich dir jetzt, beginne nicht sofort mit deinem Hund, sondern beginne erst einmal mit einem Menschen. Mach dem mal eine Hundeleine an den Arm oder um die Taille und erklär dem mal, dass der sich so benehmen soll wie dein Hund. Weil dann mit einem Menschen fokussierst du dich mehr auf dich selber und du selber bleibst ruhiger und du kannst schon erste Erfahrungen sammeln, wie das Vorgehen für dich selber angenehmer ist. Leuchtet das ein? Und dann kommt auch schon mein erster Tipp, arbeite mit Halsband. Arbeite nicht mit Geschirr, denn die Geschirre wurden erfunden, dass Hunde ziehen können, ohne sich zu verletzen. Das Hundegeschirr oder das Brustgeschirr macht, dass dein Hund so richtig Power kriegt. Das gibt ihm Kraft und er zieht umso mehr. Dein Einwand jetzt, dann stranguliert er sich. Nee, da wir das ja richtig schön üben und aufbauen, wird der Hund auch ruhig und es wird ihm nicht wehtun am Hals, das kann ich dir garantieren. Mir bestätigen alle Hundebesitzer, sobald der Hund mit Halsband läuft, läuft er viel ruhiger, denn er bekommt viel intensivere Signale von uns über die Leine. Angefangen bei unserer Hand, über die Leine bis zu seinem Hals, kriegt er sofort mit, wann wir schneller gehen, wann wir langsamer gehen, wann wir abbiegen wollen. Diese Kommunikation findet nur hier statt. Die findet niemals statt über ein Geschirr. Deswegen sind Hunde am Halsband leichter zu führen. Der zweite Punkt, nutze ganz klare Körpersprache. Dazu gehört niemals mehr Leinenruck. Vergiss diesen Leinenruck. Gehe lieber, wenn dein Hund nach vorne zerrt, zurück. Das ist zwar nicht effektiv für den Hund, er begreift da überhaupt noch nicht, dass er was falsch macht, aber es ist immer noch besser als dieser Leinenruck. Vergiss auch dieses Zurückziehen deines Hundes, dass du den immer zurück zu dir zerrst. Das ist total uneffektiv. Besser wäre, das geht natürlich bei kleinen Hunden jetzt auch besser als bei großen, du arbeitest dich so an der Leine so langsam nach vorne, dass du ziemlich neben dem Hund stehst und dann schiebst du den mit deiner ganzen Präsenz weg. Das heißt, du nimmst dem quasi die Vorfahrt und schiebst den aus dieser Situation raus und gehst dann entweder in die Richtung nach da drüben oder du gehst zurück, aber nicht mehr nach vorne. Und das ist sehr viel effektiver als dieses Zurückzerren. Etwas ganz Wichtiges kommt jetzt, nämlich schimpfe nicht. Nutze nichts in irgendeiner Form von Sprache. Nicht nein, pfui, aus, kommst du her, lass das sein. Gar nichts. Schweige. Jedes Wort, was du von dir gibst, oder jeder Laut, den du von dir gibst, zeigt deinem Hund, nein, dass du die Situation nicht im Griff hast, dass du zusammenbrichst und dass du nicht weißt, was zu tun ist, weil du nervös wirst. Eddie, Fuß jetzt, hier, sitzen. Oder er interpretiert das als Beifall, weil er ja auch schon bellt und nach vorne geht und du mit deinem Ja, du gibst ihm auch noch recht. Das heißt, er sieht eigentlich dann, dass du richtig schön heftig mitmachst. Also, nicht schimpfen, nicht reden, einfach nur versuchen zu schweigen. Denn das tun die Alpha-Tiere. Sie schweigen und handeln. Da du aber noch nicht weißt, was zu handeln ist, kannst du jetzt erstmal nur schweigen. Und eine andere Methode von klarer Körpersprache wäre einfach stehen zu bleiben. Da ja das Schweigen schon schwierig ist, ne? Also wenn du es nicht ganz hinkriegst und doch sowas rauskommt aus dir, dann bleib zumindest stehen, wie so ein Fels in der Brandung. Bleib stehen, halte die Leine irgendwo an einem markanten Punkt, entweder hier vor dem Bauch oder hinter deinem Rücken und weiche nicht von der Stelle. Dazu muss ich aber sagen, den besten Halt, speziell bei großen Hunden, hast du dann, wenn du wie beim normalen Laufen ein Bein vorne hast
und ein Bein hinten. In dieser Stellung hast du den festesten und stabilsten Halt am Boden und dann kann auch ein 50-Kilo-Hund dich nicht mehr wegzerren. Wenn du ganz normal stehst, so wie ich jetzt stehe, mit den Beinen gerade am Boden, hüftbreit oder sowas, dann hast du keinen Halt, wenn der Hund ruckt und anzieht. Der zieht dich weg und schon hast du wieder verloren. Also ganz stabil stehen bleiben, nicht bewegen, ein Bein vorne, ein Bein hinten. Einfach nur, um dem Hund klar zu machen, ich gehe hier jetzt mit dir nicht mit. Und dann machst du eins. Dann guckst du in die Gegend. Dann guckst du dich um, weil das müsstest du ja eigentlich machen, dass du das alles abcheckst, und signalisierst dem Hund mit dieser Körpersprache, dein ganzes Gefudel da, das interessiert mich nicht, ich gehe gar nicht darauf ein, ich gucke hier in der Gegend rum, ich beobachte alles und ich warte einfach, bis du endlich mal fertig wirst. Und wenn der dann aufhört, weil er wird irgendwann aufhören, dann kann es sein, dass der nur einen Schritt zurückgeht oder vielleicht sogar zwei oder drei Schritte, das wäre natürlich super. Und dann sucht der die Gemeinschaft. Dann sucht er die Kommunikation mit dir und dann ist er bereit, dir die Führung zu geben. Das sind seine Signale. Und in dem Moment darfst du den ganz, ganz sanft loben. Sanft. Du kannst den anschauen, falls er zu dir guckt, das machen ja nicht alle Hunde, falls er zu dir guckt, kannst du ihn so anerkennend angucken und ihm zunicken. Oder du kannst ihn auch ganz sanft berühren, indem du zweimal so an die Schultern klopfst, ganz, gar nicht viel, ganz anerkennend einfach nur so zweimal an die Schultern klopfen und nichts reden, nicht dieses fein, klasse, supi, ah. Das würde den Hund sofort wieder aktivieren, lass das sein, dieses Schweigen, Klappe halten, das gilt immer noch, okay? Also, erster Tipp Halsband, zweiter Tipp klare Körpersprache. Und der dritte Tipp, damit die Hundebegegnungen wirklich entspannt verlaufen, übe Hundebegegnungen nicht in dem Moment, wo sie passieren, sondern inszeniere sie. Du kannst nicht mit deinem Hund üben oder trainieren oder irgendeine Verbesserung erwarten, wenn du alles dem Zufall überlässt. Du musst diese Hundebegegnungen inszenieren und zwar mit ruhigen Hunden, die du kennst. Das können teilweise ältere Hunde sein, die Senioren, die werden meistens dann so ziemlich gemütlich und gehen gar nicht mehr auf die Hunde ein, die da so rumhampeln. Nimm so einen Hund und übe das. Und bei dem Üben achte mal auf dich selber, auf dich, auf deine Emotionen, ob du wieder in dieses schwarze Loch fällst, ob du dann auch wieder diese Enttäuschung hast, diese Verzweiflung, ob du dich schämst vor deinem Freund, der seinen Hund dabei hat. Bleib bei dir und beobachte dich. Und inszeniere das, wie gesagt, mit einem ganz entspannten Hund. Und erst wenn das funktioniert, dann übst du mit Hunden, die so ein bisschen quirliger sind, noch nicht aggressiv, aber etwas quirliger, lebhafter. Und dann übst du diese Hundebegegnungen mit diesen Hunden. Und auch wenn das funktioniert, erst danach gehst du irgendwo hin, wo du garantiert Hunden begegnest, die du nicht kennst, wo du dann wirklich ins kalte Wasser geworfen wirst und nicht weißt, was auf dich zukommt. Und dann hast du deinen Härtetest quasi und kannst ausprobieren, wie das alles funktioniert. Und jetzt endlich kommt natürlich mein Super-Tipp. Wenn du einen Hund hast, der richtig losgeht und der richtig abgeht und du wirklich verzweifelt bist und die Nerven verlierst und selber Angst kriegst oder wenn der Hund nicht gut zu halten ist oder wenn du keinen Freund hast, der mit dir zusammenarbeitet, dann gibt es eine Möglichkeit und zwar nutze einen Plüschhund. Ja, du wirst sagen, na was ist denn das? Das sieht doch mein Hund. Nein, der sieht das nicht. Also er wird es vielleicht 100 Mal nicht akzeptieren, aber
3, 4, 5 oder 10 Mal wird er das akzeptieren, wenn du diesen Plüschhund immer irgendwo am Weg platzierst, wo der dann um die Ecke steht. Das heißt, du läufst mit deinem Hund irgendwo entlang, an einem Zaun, an einer Mauer, und um die Ecke platzierst du dann diesen Plüschhund. Wenn das nicht reicht für deinen Hund, es gibt auch Plüschhunde, die können laufen, die sind dann irgendwie elektrisch gesteuert, und da könntest du dann, wenn es funktioniert, mit einem Freund auch üben, der nicht seinen eigenen Hund dabei hat oder vielleicht gar keinen Hund besitzt, dann kann dieser Freund diesen Plüschhund ganz normal an einer Hundeleine entweder nur festhalten oder mit diesem elektrischen Plüschhund dort so ein bisschen rumlaufen. Und dann kannst du mit deinem Hund üben und schauen, wie du diese Sachen mit diesen Hundebegegnungen in den Griff bekommst. Der Vorteil bei diesem Plüschhund ist, dass du selber schon von vornherein ruhiger bist, du strahlst also viel mehr Entspannung aus auf deinen Hund und die ganze Sache funktioniert einfacher. Und wenn du selber ruhiger bist, kannst du dich mehr auf dich fokussieren, du hast die ersten Erfolge, du siehst, dass dein Hund jetzt nicht mehr ganz so heftig war, und wenn du diese ersten Erfolge hattest, dann geht es auch weiter und dann traust du dich auch mehr und dann wirst du immer innerlich immer ruhiger. Und das ist Sinn und Zweck der Sache, dass du selber, du am anderen Ende der Leine ganz ruhig und entspannt bist, ganz cool bleibst und dass dein Hund weiß, bei Hundebegegnungen kann er sich auf dich verlassen. Du holst ihn da raus, weil du selber in der Überlegung bleibst. Du weißt, was zu tun ist. Und er ist bei dir sicher und ist immer unter deinem Schutz. Das ist das Wichtigste, was dein Hund braucht und was du ihm geben kannst. Und das musst du üben, nicht dein Hund. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Praktizieren. Damit deine Hundebegegnungen wirklich bald entspannt verlaufen und du deinen Hund überall hin mitnehmen kannst, schau dir auch mal das nächste Video an. Da bekommst du noch mehr Infos zu diesem Thema.